Und damit hallo und herzlich willkommen bei F1 2019. Ja, wie wir sehen, Regenrennen, Gemischtwetterrennen. Es wird spannend, aber bevor wir da rein starten, erstmal die Qualifikation. Und für die Qualifikation nehmen wir uns natürlich die neuen Komponenten. So, ein bisschen was hatten wir schon verwendet und den Rest nutzen wir jetzt auch. So, da haben wir noch gar nicht gebraucht. Ach, 20% ist auch mega in Ordnung. Da brauchen wir uns keinen Stress machen, theoretisch gesehen, aber wir wechseln alles. Getriebe, ja, da müssen wir noch ein bisschen mit hinkommen. Und so sieht unsere Besohlung aus, ja. Unsere Schlappen sind folgendermaßen. Die schönen 13 Zoll Reifen, ja, die es ja nicht mehr lange geben wird, weil wir auf 18 Zoll hochgehen werden. Ich glaube ab 2021, ne? Mit Reglementänderung 2021. Ich weiß nicht, ob sie die Reifen schon vorher machen, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ich glaube auch 2021. So sieht es in der Meisterschaft aus. Ich würde sagen, ja, wir können die Rivalitäten uns nochmal angucken. Sieht auch gut aus. Der Kurs von Österreich wirkt recht einfach, ist aber doch recht schwer. Dazu aber mehr nach den Einspieler, den Stimmungsmacher zum Qualifying beim großen Preis von Österreich, ehemals A1 Ring, jetzt Red Bull Ring. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder einmal während der heutigen Qualifying Session Gesellschaft leisten. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die heutige Show, bei der uns hoffentlich ein spannender Wettkampf um die Pole Position geboten wird. Wenn man sieht, wie einige der Wagen die schnellen Kurven angehen, fragt man sich unwillkürlich, wie man das Auto auf diese schwierige Strecke wohl am besten vorbereitet. Gibt man Spitzengeschwindigkeiten den Vorzug vor Grip oder ist die Topleistung in Kurven am wichtigsten? Es ist leicht, den Wagen auf einer Geraden schnell zu machen. Man muss einfach den Abtrieb verringern. Aber bei einer Strecke wie dieser benötigt man auch Fronthaftung, die durch Abtrieb erzeugt wird. Andererseits ist es auch sinnlos, den Abtrieb zu maximieren, wenn man damit schlussendlich viel langsamer als alle anderen auf der Geraden ist. Dadurch verliert man Rennen. Genau, das ist die Kunst. Und da habe ich mich auch schwer getan im Training. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Wetter, alles top. Wir werden dreimal rausfahren. Wir werden uns diesen Luxus nehmen. Gibt es denn schon jemanden auf der Strecke? Ist irgendjemand draußen? Da fährt gerade jemand, Sebastian Vettel. Wir gucken mal auf die Top Speed und dann vergleichen wir das mal mit unserer. Die ist deutlich langsamer. Ich habe ein bisschen mehr auf ja, auf Abtrieb gesetzt als auf Geschwindigkeit. Das wird das Überholen ja unnötig schwer machen. Aber es wird gleichzeitig dafür sorgen, dass wir in den Kurven mega schnell sind. Bedeutet, wir müssen durch die Kurven gut durchkommen. Im Training war es doch, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es die beste Wahl ist. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert während den Trainingsfahrten. Habe aber letztendlich nichts gefunden, wo ich am Ende mega zufrieden war. 297 ist noch nicht Top Speed. Also da gibt es definitiv noch, ja, vielleicht im nächsten Jahr die Möglichkeit, ein Setup zu feilen. Dieses Jahr ging mir die Trainingszeit aus. Ich glaube, wir haben ein recht gutes und solides Setup, aber ich würde auch sagen, besser als gut ist es nicht. Also auf der Geraden sind wir zu langsam, habe ich weniger Abtrieb gemacht, waren wir zwar natürlich schneller, aber hatten Schwierigkeiten in den Kurven. Da kann man sicherlich jede Menge Feintuning noch machen. Darum meinte ich eingangs, es ist prinzipiell auf dem Papier so optisch gesehen eine einfache Strecke, aber dennoch eine recht schwierige, was das Setup angeht. Ja, zumindest wenn man keinen aus dem Internet lädt, das mache ich nicht mehr. Das habe ich ja bis 2018 gemacht. Und jetzt habe ich beschlossen, dann Setups selber ja, zu erstellen. 16-2, das wird schwer, da ranzukommen. Im ersten Sektor verlieren wir. In Sektor 2 verlieren wir leicht. Und Sektor 3 ist unser Sektor. Der ganze Kurvenreiche, da holen wir richtig viel Zeit raus. Aber wir verlieren sehr viel Zeit in Sektor 1. 326, wir fahren mal raus. Autoeinstellungen.
so wenig Benzin wie irgend möglich. Ihr kennt das. Park fermé und raus. Alles fertig. So, das dürfte Vettel gewesen sein. Die erste Rundenzeit sollten wir haben. Und ja, vielleicht auch die Polzeit schon. Obwohl ich glaube, es wird eh ein bisschen schneller noch. Es ist recht düster hier, aber wir sollen ein trockenes Qualifying kommen. Nee, Vettel kommt jetzt. Bestzeit 1:06.384. Da kommen wir nicht ran. Das kann ich jetzt gleich schon sagen. Da kommen wir nicht ran. Da kommt Bottas. So, der überholt uns Verstappen. Ja, wir fahren hier sehr schonend. Motorentemperatur war ein Tipp, ja, den ihr hattet. Aber ich glaube, durch das hohe Gemisch geht die Temperatur auch hoch. Kann das sein? Auch wenn man niedrige Drehzahl hat. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Wir wollen Fair Play. 105 von der Temperatur. Und der Tipp hat echt geholfen. Eine zu hohe Motorentemperatur sorgt dafür, dass man letztendlich zu langsam ist. Da ist Raikön. Ja, und ich fahre hier ganz bewusst ganz langsam. Die Reifen kühlen ein bisschen aus, aber das ist kein Problem. Der Spaß geht jetzt los. Boah! Okay. Mal gucken, was ist da jetzt genau passiert. Ausgerechnet Hulk. Alter, übel. Naja, komm, dann fahren wir hier zur Seite. So, und jetzt gehen wir Gummi. Ab jetzt Konzentration, bisschen weniger reden, gelb. Attacke. Wie gesagt, ich werde versuchen, ein bisschen konzentrierter zu sein. Schade, hier hätte ich gern Windschatten gehabt. EAS reicht übrigens nicht für die ganze Runde. Das heißt, in den Geschlängel hinten, ich habe auch nicht auf die Zwischenzeit geachtet, aber es wird wahrscheinlich viel zu langsam gewesen sein, werden wir EAS runterfahren. Denn es reicht nicht ganz für die Runde. Ah, schlecht rum. Wir nehmen es mit. 2:22. Es könnte noch was werden. Wir müssen gucken, dass wir mit einer ERS hinkommen. Ich hoffe, es reicht. Nein! Das war ganz schlecht. Hier haben wir alles verloren. Alles im letzten Sektor. Okay, du bist in den Top 10. Da müssen wir nochmal raus. Aber gut, dafür ist es da. 3 Runs, wenn es gut läuft. Der Rückstand, ja, ist nicht so groß. Wie gesagt, wir profitieren von letzten Sektor. Es fällt mir echt schwer, hier auf die Rundenzeiten zu achten. Reifenabrieb ist okay. Hamilton nochmal schneller. So, Norris lassen wir vorbei. Okay, der fährt einen Box scheinbar. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. So, weiß jetzt Norris, was er will? Lando Norris. Ja, also eine gute Runde, 5. Platz wäre immer noch mega. Oh, hau ab, Alter, ich hasse diese KI. Was soll denn dieser Scheiß? Ich mach dir extra Platz, dann soll er fahren. George Russell hat da natürlich die schlechten Karten. Und jetzt ist Norris wieder vor uns. So, die Boxeneinfahrt üben wir auch nochmal.
da ist LH hinter uns. Den Windschatten hätte ich gern gehabt. Ja, das meine ich, ne? Es ist nicht so einfach hier die Boxeneinfahrt. Ja, also die Boxeneinfahrt müssen wir noch üben. Reifen sehen top aus. Zweimal müssen wir noch raus. Das war der erste Schlagabtausch. Ja, wir haben bestimmt, ich schätze mal, 3/4 im letzten Sektor liegen lassen. Die Runde allgemein war ganz okay. Ich würde sogar sagen, sie war sehr gut, bis auf die letzten beiden Kurven. Die waren die reinste Katastrophe. Wie gesagt, unsere Reifen sind sogar dreckig. Durch die Boxeneinfahrt scheinbar. Sieht ein bisschen besser aus, der Dreck, als früher. Und wie gesagt, 3/4, schätze ich mal, haben wir da liegen lassen. Mindestens. Und das würde heißen, wir sind dran. Erster Sektor war sogar ganz gut. Zweiter eigentlich auch. Und dann im dritten, unseren starken Sektor, haben wir Zeit verloren. Also das sollte reichen. Wir haben 3/10 verloren. Und wir gehen mal davon aus, dass ich... Halt deine Klappe. Und wir gehen mal davon aus, dass ich... da ja schneller bin. Also soll heißen, die Möglichkeiten sind immer noch gegeben. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Ich will 3 Versuche, falls noch einer schief geht. Wir haben eine Top-Platzierung, aber es wäre natürlich cool, noch weiter vorn zu stehen. So, wir müssen natürlich Benzin verbrennen. ERS gleichzeitig sparen. Wir wollen natürlich einen leichten Wagen haben. So, hier schonend rum. Ja, ich finde es schade, dass wir nicht noch weniger Benzin mitnehmen können, dass ich es nicht ganz selber bestimmen kann. Das würde ich mir wünschen. So, und jetzt heißt... Oh, wir sind allein auf der Strecke im Übrigen. Jetzt heißt es Benzin sparen. Motorentemperatur runter machen, nicht Benzin sparen. Entschuldigung. So, Reifen haben eine gute Temperatur. So, und jetzt geht's los. Hier beginnt die Runde und wir sind alleine. Das ist, weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wir gucken mal. Erstmal sind wir langsamer. 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Hier sind wir gut rum. Mit 2 Reifen noch regelkonform unterwegs gewesen. 46.000. Im Minus. Wir sind auf Polkurs. Zumindest Stand, Zwischenstand. Hört sich komisch an, ist aber so. Ah, wir verlieren Zeit. Fahrfehler. Das glaube ich nicht. Ah, hier haben wir wieder rausgeholt. Sehr gut. Auch hier mega rum, eigentlich. Aber oben sieht es nicht so gut aus. Oben plus. Oh nein, oh nein, oh nein. Und damit war es das in dieser Runde. Das ist bitter. Passiert. Sollte nicht passieren, passiert aber. Ein Versuch haben wir noch. 6. Platz. Immer noch eine Top-Platzierung vor Max Verstappen. Aber halt nicht da, wo wir hinwollen. Ein Versuch haben wir noch. Ja, bitter. Ich hätte gedacht, es geht voran. Es sah so gut aus. Es sah echt so gut aus. 1. Sektor, sogar schnellster. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, wir haben gerade die Polchance weggeworfen, weil ich nicht
ja, vertippt hatte im Motormanagement. Ja, ist ein bisschen bitter. Alle fahren noch mal raus. Es wird sicherlich schneller werden. Da ist Bottas. Fährt er in der Box? So, er fährt da lang. Okay, der fährt jetzt erst auf die Runde. Sollte ihn nichts gekostet haben. Ja, und dann haben wir noch einen Run. Alles oder nichts. Da müssen wir jetzt mal gucken. Wie immer die Tonprobleme. Ich weiß nicht, es sind zwei Patches rausgekommen. Seit der letzten Aufnahme. Sogar große. Unter anderem ist das Original Ferrari-Logo, der 90. Geburtstag, eingearbeitet. Das hatte ja gefehlt. Und in den letzten beiden Strecken des Rennkalenders haben Änderungen stattgefunden. Wie auch immer dem sei da, aber so ist es. Ja. Jetzt heißt es warten. Erst einmal, was macht Bottas? Bottas ist 1-6-4-4 gefahren. 1-6-4-4-4. Vettel auch draußen. Wir schauen mal, was passiert. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,6,7. Bottas Zweiter. Was macht Vettel? Nur Dritter. Zweiter. Oh, 2000stel. 2000stel trennen die beiden. Unglaublich. Und jetzt fahren die anderen raus. 4 Minuten. Ich würde gerne natürlich einen Windschatten haben. Wir sind 20. auf dem Temporadar. 202,1 Kilometer pro Stunde. Fertig. So, wir müssen losrollen. Also mit Windschatten. Wenn unser Teamkollege uns Windschatten geben würde, würden wir hier locker auf 1 kommen. Der braucht uns nur die erste und zweite gerade Windschatten geben. Und wir kommen locker auf 1. Ja, wir brauchen jemanden, der uns Windschatten gibt. Wir brauchen jemanden, der uns Windschatten gibt. Noch 3 Minuten. Da wäre eventuell Perez. 93 Grad hat der Motor. Das heißt, die halten wir jetzt so tief wie irgend möglich. Möglichst versuchen, zumindest unter 100 zu halten. Ja, versuchen wir es mit Windschatten oder ohne? Ich glaube ohne, ne? Wir fahren, glaube ich, besser, wenn wir es ohne machen. So, es geht los. So, Attacke. Konzentration. Schon deutlich plus. Deutlich plus. Okay, wir sind jetzt ein bisschen schneller. 28.000stel. Ah, wir sind aber immer noch ein Plus, leider. Boah, super um die Kurve rum. Schaut euch die Sektorzeit an. Entschuldigung. Konzentration. Megazeit. Megazeit. Mega 99.000stel. Und jetzt kommt prinzipiell unser Sektor.
wenn wir in diesem hängen. Ich glaube, das ist gut. Motor hochdrehen und gucken, es reicht nicht ganz. Letzte Rundenzeit bringt dich auf P6. Das ist weniger als erwartet. Die Enttäuschung ist riesig. Vielleicht merkt man das auch gerade. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Im letzten Sektor waren wir eigentlich schon besser. Und im Rennplatz 6 ist nicht das, was ich mir erhofft habe. So, wir fahren jetzt hier langsam und locker zurück, um die Reifen zu schonen. Ja, wir sind so dicht dran. Die Strecke ist so kurz, dass so dicht aber auch einfach ganz weit hinten heißt. Ja, 6. Platz. Puh, ja, was soll ich zu sagen? Zumindest Gasly geschlagen. Aber ob das jetzt das Hauptziel war, ich weiß ja nicht. Also für mich persönlich nicht. Gasly übrigens nicht mehr bei Red Bull in der echten Formel 1. Das sollte man vielleicht noch sagen. So. Hamilton hat die Pole. So oder so. Es ist, glaube ich, niemand mehr hinter ihnen, der das noch streitig machen könnte. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Es sind auch noch ein paar auf der Strecke. Aber generell sieht es nach einer Hamilton-Pole-Position aus. Ja. Da müssen wir mal gucken. Ja, leider haben wir hier keine Infos. Ja, wir sind, ich weiß nicht wo, wir sehen nicht mal, wo wir sind, ob wir verdrängt worden sind. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Leclerc, Bottas und Lewis Hamilton. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, schön für Ferrari, schön. Und Leclerc ist im Übrigen der, ich glaube, zweitjüngste Polesetter aller Zeiten nach Vettel. Verstappen nur auf Platz 5. So kann es gehen. Dun, 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 dun. Na gut, wir gucken mal, was wir an Punkten kriegen. Es kann nicht schaden. Ja, wir fahren den davon. Ja, Punkte haben wir auch schon eine Menge. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Ja, es ist die Frage, im Rennen mehr davon. Wir könnten natürlich im Rennen... Ja, wir brauchen diese alte Glumper, brauchen wir gar nicht nehmen. Wir bleiben im Rennen hier. Einmal in der Saison werden wir auch eine Strafe in Kauf nehmen, das passt schon. Ja, ich würde sagen, dann schaltet morgen wieder ein zum großen Preis von Spielberg. Ja, und dann schauen wir mal, wie das Rennen verläuft. Die letzten Starts waren ja nicht so schlecht. Zwar nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Also, wir schauen mal. Bis zum nächsten Mal, euer Zellro. Gehabt euch wohl, empfehlt den Kanal gern auch weiter. Macht's gut, ciao.